Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games on Check Hardware. Heute habe ich für euch ein neues Headset am Start aus dem Hause Logitech, nämlich das, und ihr werdet es vielleicht schon lesen können, es handelt sich hierbei um das Pro Gaming Headset. So, jetzt werden einige natürlich schmunzeln und sagen, Pro Gaming Headset. Da muss man dazu erklären, dass Logitech verschiedene Serien hat, Produktserien für verschiedene Arten von Spielern, ja, um es mal so zu bezeichnen. Wir haben da auf der einen Seite die Prodigy-Serie, die soll die quasi Gelegenheitsspieler positiv ansprechen. Da sind die Produkte auch nicht ganz so teuer, aber trotzdem mit einer guten Verarbeitungsqualität, mit einer guten Technik, aber halt eben nicht auf Pro-Niveau, wie man so schön sagt. Und dann hat Logitech aber auch noch für die professionellen Spieler eben die sogenannte Pro-Hardware am Start oder die Pro-Produkte. Da gibt es zum einen die Pro Gaming Maus, die haben wir schon vor, ja, ich glaube, gut ein Dreivierteljahr hier im Test gehabt, und ihr wisst ja, ich habe die Maus total abgefeiert. Ich bin noch immer ein riesengroßer Fan von der Maus. Persönlich sogar, also wirklich, ich nutze die privat und ich bin mördermäßig begeistert. Ist aus meiner Sicht eine der besten Gaming-Mäusen am Markt. Und dann gibt es auch noch die Pro Gaming Tastatur. Die hat sich bei uns leider nicht ganz so durchgesetzt, lag daran, dass es sie A nicht mit deutschen Layout gab, und ich glaube, sie gibt es noch immer nicht mit deutschen Layout, und dann hat sie auch ein TKL-Layout, also ja, da fehlt eben das Numpad. Manche Leute haben damit überhaupt kein Problem, die finden es sogar viel, viel besser, ja, hat ja auch einen Sinn, mehr Platz fürs Mauspad und so weiter, und ich persönlich habe es jetzt nicht ganz so toll gefunden, ja, also die hat sich jetzt auch nicht wirklich von der breiten Masse irgendwie abheben können. Und das Portfolio wird jetzt eben durch das Pro Gaming Headset komplett abgerundet. Jetzt hat man eben Maus, Tastatur und eben auch Headset. Und ja, was das Headset so interessant oder spannend macht, das werde ich euch hier und jetzt im Testvideo verraten. Legen wir los, wie immer, beim äußeren Erscheinungsbild, bei der Verarbeitungsqualität. Logitech hat, und da fange ich schon mal bei den ersten positiven Sachen an, auf matten Kunststoff gesetzt. Was hat das für Vorteile? Einmal keine Fingertapser, sehe ich. Das Ding ist auch recht resistent gegen kleinere Kratzer, und Staub sieht man auch nicht so gut drauf. Ja, ich mag es ja gerne sauber, und daher bin ich da auch ganz glücklich darüber, dass man hier auf Hochglanzelemente verzichtet hat. In der Vergangenheit hat ja Logitech ein paar Headsets auf den Markt gebracht, wo echt ein bisschen zu viel Hochglanz dabei war, und ich finde das halt super nervig, wenn man jeden Fingertapser alles sieht. Also war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier. Matter Kunststoff. Der hohe Anteil an Kunststoff soll jetzt auch nicht abschrecken, denn es geht auch darum, dass ein Headset nicht zu schwer wird. Wir haben hier ein Headset mit knapp 250, 255 Gramm. Also es ist ein, wie ich finde, ein sehr angenehmes Gewicht, was man auch über einen längeren Zeitraum tragen kann. Und damit natürlich nicht die Stabilität zu kurz kommt, hat man hier eine Metallschiene eingebaut im Kopfband. Das heißt, das Ding ist natürlich auch entsprechend robust, und das merkt man auch. Also wenn man das in der Hand hat, da knarzt nichts, da wackelt nichts. Auch wenn man es am Kopf hat, da wackelt nichts. Ja. Generell hat Logitech einfach einen guten Job gemacht. Punkt aus Ende, wirklich ein sauber verarbeitetes Headset. Was mir auch sehr gut gefällt, und das kann ich auch schon mal vorweg sagen, es gibt keine RGB-Beleuchtung oder so Spielereien. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich meine, nicht missverstehen, ich finde es cool, und manche Leute lieben diese RGB-Beleuchtung. Ich finde es hier in diesem Fall echt mal gut, dass man darauf verzichtet hat und gesagt hat, ja, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Ich drehe das übrigens mal, damit man das auch so ein bisschen von vorne sieht, das Headset. So ein bisschen noch so, in die Mitte reinrücken. So, ja. Ich komme jetzt, also wie gesagt, Verarbeitung echt top. Kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Punkt, Tragekomfort. Beim Tragekomfort kann ich mal so viel sagen, das Ding ist jetzt nicht unbedingt ausgelegt für die allergrößten Köpfe. Das habe ich schon, da ist der Armpressdruck dann doch recht hoch. Als Brillenträger würde ich mal ganz knallhart sagen, müsste man ausprobieren. Ja? Also ich habe hier eine Gander-Brille aufgesetzt, ich fand es jetzt nicht ganz so toll. Also der Armpressdruck ist doch recht hoch, liegt halt eben daran, dass man halt möchte, dass das Headset nicht verrutscht. Gerade in Tournament-Situationen ist das natürlich nicht gerade toll. Nicht missverstehen, der Armpressdruck ist nicht so hoch, dass er unangenehm ist, aber er ist dann doch etwas
kräftiger, ja, als bei manchen anderen Headsets. Und gerade als Brillenträger könnte das dann vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Und für Leute, die einen richtig breiten Schädel haben, vielleicht können die auch Probleme damit haben. Wie gesagt, ich selber hatte jetzt keins, aber ich habe schon festgestellt, dass der Druck doch ein bisschen höher war als von anderen Produkten, ja. Also um das mal so zu formulieren. Aber es ist im Grenzbereich, also wo man noch sagt, es ist jetzt noch nicht so, dass man nach einer halben Stunde das Ding abnehmen muss, weil es irgendwie wehtut an den Ohren oder so. Ihr seht auch schon, die Kopfpolsterung, das Ohren umschließen, zumindest wenn man kleinere Ohren hat, wenn man richtig große Ohren hat, wird es wieder ein bisschen problematisch. Hier wird mit Kunstleder gearbeitet und wer sagt, ich habe keinen Bock auf Kunstleder, kein Problem, denn es gibt eine etwas luftigere Variante, die ist im Lieferumfang enthalten, das ist dann so eine Textil, so ein Textilgemisch, das wie gesagt etwas mehr Luft an die Ohren lässt, dadurch fangen dann die Ohren etwas weniger schnell zum Schwitzen an. Was ihr dann schlussendlich bevorzugt, ist euch überlassen. Ich finde es gut, dass Logitech beides in den Lieferumfang packt, sodass man eben sagen kann, ich habe lieber Kunstleder oder eher lieber diesen Kunststoffbezug oder Kunstfaserbezug. Finde ich da ganz gut. Generell hat man hier sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich die Teile auch alle abnehmen lassen. Wir haben unter anderem auch ein abnehmbares Mikrofon, was ich, und da, ich meine, reden wir gleich über die Sprachqualität, wenn ich schon dabei bin. Wie gesagt, Mikrofon abnehmbar auf einem sehr flexiblen Träger und ganz wichtig, man hat hier auch, und das ist eine Sache, die vermisse ich echt bei vielen Herstellern, man hat hier gleich so einen kleinen Popfilter dran gemacht. Ja, also das ist echt eine 2-Cent-Komponente, aber die sehe ich so selten bei Headsets, beziehungsweise beim Mikrofon von Headsets. Da ist es fast schon wieder schön zu sehen, dass Logitech auf sowas dann nicht verzichtet hat. Und das merkt man auch. Also ich gehe tatsächlich mal so weit und würde behaupten, dass vom Pro-Headset die Sprachübertragung oder das Mikrofon, das hier verwendet wird, das bisher Beste ist, ja, von der Qualität her, was Logitech so seit langem auf den Markt gebracht hat. Ja. Ein bisschen zur Erklärung, ich habe tatsächlich ein Problem damit, wenn Mikrofone hier irgendwo schon hier bei der Backe aufhören. Das hat eben das Problem, dass gerade wenn man in einem Zimmer ist, wo es ein bisschen halt, da hört sich das alles scheiße an, ja, ziemlich blechern und das Feedback bekomme ich dann auch von meinen Kollegen, von meinen Mitspielern und hier hat Logitech halt echt mal wieder ein Mikrofon verbaut, das bis fast zur Schnauze hinkommt, ja, das heißt man nimmt relativ wenig von der Umgebung, von der Raumumgebung auf. Es ist auch, hat auch eine Noise-Cancelling-Funktion dabei, das heißt Umgebungsgeräusche werden generell nicht so stark aufgezeichnet. Zusätzlich halt noch mit einem Popfilter echt ein tolles Mikrofon. Ich gehe jetzt nicht so weit und sage, ja, damit könnt ihr jetzt eure ganzen Videos sprechen oder auch professionelle Podcasts machen, aber es hat eine gute präzise Sprachübermittlung, ja, die Stimme wird auch nicht irgendwie, ihr kennt es, nicht zu tief wiedergegeben oder zu hell, sondern die wird richtig recht neutral, also oder authentisch besser gesagt, übermittelt und das finde ich auch ganz wichtig, gerade im professionellen E-Sport, also da hat Logitech auch mal alles richtig gemacht und gerade da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder so, ja, Probleme bei den Logitech-Headsets. Bleiben wir gleich beim Thema, was ist noch alles abnehmbar, nämlich die Kabel sind auch abnehmbar. Im Lieferumfang sind da nämlich ja quasi zwei Kabel enthalten. Einmal ein ganz klassisches Kabel hier mit Kabelfernbedienung für die Lautstärkeregelung und auch das Mikrofon zu muten. Dieses Kabel hat einen Single-Klinken-Anschluss, das heißt, ich kann das Headset auch an die PlayStation 4 anstecken. Ich kann es aber auch an Smartphone anstecken, wenn ich möchte. Das ist generell ganz cool, weil man kann hier ein Mikrofon abnehmen und kann so den Kopfhörer dann auch auf der Straße tragen. Also der ist auch recht unauffällig eben mit diesem Schwarz. Gerade mal dieses Pro und dieses kleine weiße Logitech-Logo, aber ansonsten ist es sehr dezent gehalten. Also geht auf jeden Fall auch ein bisschen ja, kann man auch auf der Straße tragen. Und dann ist aber noch ein Verlängerungskabel dabei mit einem Y-Adapter, so dass man das Headset dann an jede Soundkarte anstecken kann. Ganz wichtig, und da kommen wir jetzt auch gleich zum klanglichen Punkt, das Logitech Pro Gaming Headset ist ein ganz klassisches Stereo Gaming Headset. Ja, bitte nicht täuschen lassen, ich habe schon wieder gesehen, bei einigen Preisvergleichsseiten, da wird tatsächlich geschrieben Surround Sound. Nein, das Ding hat keine integrierte Soundkarte. Ihr braucht
zwingend eine Soundkarte, wenn ihr das Headset nutzen wollt. So, und jetzt zu den klanglichen Eigenschaften. Da orientiert sich Logitech natürlich an den nicht unbedingt ganz typischen Gaming-Headsets. Was heißt das? Bass sehr kräftig, die Höhen sind auch sehr präsent, aber der Mitteltonbereich fehlt hier. Logitech tatsächlich versucht, mehr in Richtung E-Sport zu gehen. Was heißt das? Wir haben zwar einen Bass, aber der ist nicht übertrieben hart, weil das Problem ist, wenn ein Bass zu intensiv ist, gehen so feine Nuancen wie zum Beispiel Schritte oder auch teilweise gegnerische Schüsse komplett unter. Und deswegen hat man den Bass ein bisschen runtergedreht, die Höhen ein bisschen hochgedreht, den Mitteltonbereich hat man auch mit reingepackt, was auch ganz wichtig ist, und schon hat man ein sehr ausgewogenes Klangbild. Nicht missverstehen, zum Musik hören ist das Logitech Pro Gaming Headset jetzt nicht unbedingt toll. Ja? Also man kann zwar Musik hören, wird aber jetzt nicht super begeistert sein. Beim Filmschauen ist es okay, aber gerade für den E-Sport, also beim Zocken, da finde ich, da spielt das Logitech Pro dann seine vollen Stärken aus, beziehungsweise die beiden 50mm Treiber, die verbaut sind. Die spielen da ihre vollen Stärken aus, weil eben man gegnerische Schritte sehr gut wahrnehmen kann, ja. Und auch wenn man eine Surround-Sound-Funktion aktiviert, kann man Gegner noch besser orten, ja, also die Surround-Sound-Funktion, wenn eure Soundkarte so etwas hat. Auch das haben wir festgestellt, das funktioniert mit dem Logitech Pro Headset verdammt gut. Also klanglich, wie gesagt, kein Klangwunder, das heißt, es ist jetzt kein Sennheiser-Headset, mit dem man auch vielleicht Musik hören kann, sondern hier hat man sich tatsächlich mehr an den E-Sport orientiert, was da halt sehr wichtig ist. Ja. So, damit hätte ich den Punkt auch erledigt und da kommen wir jetzt dann auch schon zum Fazit und natürlich zu dem Thema Preis und so weiter und Verfügbarkeit. Das Logitech Pro Gaming Headset ist jetzt ab April im Handel erhältlich. Habe jetzt selber mal nachgucken müssen, aber es ist im April soweit. Da ist es dann verfügbar bei diversen Händlern und soll dann knapp 100€ kosten. Wie immer wisst ihr ja, die Logitech-Produkte, die gehen sehr schnell im Preis runter. Das heißt, in 3-4 Monaten oder vielleicht sogar schon einen Monat nach dem Launch kann sein, dass das Ding vielleicht schon 10€ weniger kostet. Trotz allem finde ich den Preis von 100€ absolut okay. In dieser Preisklasse bewegt sich zum Beispiel auch das HyperX Cloud Alpha, das sich klanglich von der Verarbeitung, also da muss ich das Logitech-Headset definitiv nicht verstecken. Es ist ein vernünftiger Preis. Ich sage jetzt nicht, dass es ein absolutes Tournament-Headset ist, nicht missverstehen. Das ist ein E-Sport Headset, heißt aber nicht, dass es für Tournaments ausgelegt ist in der Tournament-Klasse. Da haben wir dann andere Kaliber, wie zum Beispiel das MMX 300 von Biodynamic oder hier das neue Sennheiser GSB 600 oder das Game Zero. Die kosten dann aber auch gut 100 bis 200€ mehr als das Logitech Headset. Wer aber einfach sagt, ich bin zu Hause, ich zocke gerne, auch auf ein etwas höheren Niveau, dann ist eben das Logitech Pro Gaming Headset auf jeden Fall ein richtig feines Headset. Also da hat Logitech einen ganz guten Job gemacht, klanglich gut, guter Tragekomfort, sehr gutes Mikrofon, dann auch die Ausstattung, Lieferumfang, alles top gemacht. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben als Gaming Headset. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritiken habt, rein damit in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Freue ich mich über einen Daumen nach oben, natürlich. Und ja, ansonsten sage ich einfach danke fürs Zusehen, liebe Leute. Es macht mir jedes Mal eine Freude. Mittlerweile wächst ja unser YouTube-Kanal wöchentlich und ich finde es einfach sensationell geil. Ich bekomme ganz viel positives Feedback unter die Videos. Klar, auch Kritiken sind dabei, ist auch erlaubt. Ich weiß, wir machen hier keine großen fetten Schnitttechniken. Ich verplapper mich auch mal. Aber das ist halt auch, ich mache das wirklich in einen Cut. Ich mache hier keine Schnitte rein oder sonst was. Ich möchte euch das ganz real rüberbringen. Das ist mir persönlich ganz wichtig und ich erzähle euch da auch immer aus persönlichen Erfahrungen, die ich mit den Produkten habe. Ich finde das ganz toll, das Feedback, was ich da in den letzten Monaten und Wochen bekommen habe. Danke Leute, ich mache auf jeden Fall so weiter. Macht ihr auch bitte so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.